Das macht die Vollfederung vorn und hinten richtig gut. Jawohl! Nein! So, bitte. Das ist viel zu gefährlich. Das ist ein Kinderhelm. Du meckerst mit mir, ich hab einen Helm. Ein Kinderhelm. Na und? Los, gib her jetzt das Ding. Ja. Wir haben auf dem Tacho 3 km/h, GPS 5763. Ey, geschrieben mit Ausrufezeichen, so nennt der Hamburger E-Scooter-Hersteller Egwit seine neue Produktreihe. Den A2 hatten wir ja schon in einer Review, könnt ihr euch hier oben anschauen. Der A1, der kommt bald zu uns. Und jetzt haben wir hier den A3. Hallo und willkommen auf Tech for Fun. Ihr habt es genau richtig gemacht, auf dieses Video zu klicken. Ja, der A3 powered by Yadea für 679 Euro. Richtig gehört, denn noch vor ein paar Monaten wäre das unmöglich gewesen. Bei Egwit ein E-Scooter für 679 Euro. Doch auch 679 Euro sind eine ganze Menge Geld. Und daher die Frage, was kann der hier, der A3? Was erwartet euch in diesem Video? Natürlich ein schnelles Unboxing. Aus der Box habe ich ihn schon rausgeholt. Dann keine Montage mit unserem lieben Montagehorst Carsten. Der wird traurig sein, aber Carsten wird den natürlich gleich auch noch fahren. Dann unsere Checkfahrt inklusive Bremstest, leichten Steigungstest und natürlich das Kopfsteinpflaster des Todes. Und am Ende sagen euch Carsten und ich, für wen der A am besten geeignet ist. Und übrigens, ich habe auch noch einen Link für euch hier unten, wenn ihr bei Egwit einkaufen wollt. Wäre super, wenn ihr über diesen Link bestellt, denn damit unterstützt ihr unseren Kanal. Und los, noch ganz schnell einen Klick auf den Abo-Button, weil auch das ist für uns ganz wichtig. Die gesamte A-Reihe ist übrigens das Ergebnis einer Kooperation zwischen Egwit und Yadea, ein riesiges chinesisches Unternehmen, das E-Bikes, E-Scooter und so weiter vorstellt mit zigtausend Mitarbeitern. So, jetzt gucken wir hier beim A3. Also als allererstes, ganz wichtig, ganz klar, das Ladegerät. Ich sehe es jetzt schon. Also das ist schick, hier mit dem Trageschläufchen, aber ich sehe es jetzt schon, das kann nicht viel. Nicht viel Ampere Ladeleistung bringen. Was haben wir hier? 1,7 Ampere. Okay, für so einen kleinen E-Scooter, ja, gerade noch machbar, aber 2 sollten es mindestens sein. Gut, also Ladegerät. Dann die EU-Konformitätserklärung für die Unterlagen oder für die Kiste. Und dann habt ihr normalerweise noch ganz klar die Datenbestätigung, die braucht ihr zur Anmeldung bei eurer Versicherung. Dann geht's weiter. Netzkabel, Tüte und hier noch ein kleines Zubehörtütchen. Also, ihr habt eine Bedienungsanleitung, Egwit A3, kurz, knapp, schön bebildert in Deutsch. Dann gibt es hier eine Ventilverlängerung, ein kleines Tool im Bus zur Befestigung des Lenkers und 6 Imbusschrauben mit blauen Schraubensicherungslack. Sehr schön und sehr schön, ihr habt 6 Stellen, wie der Lenker befestigt wird. Das waren früher meist nur 4, aber durch 6 kriegt ihr natürlich viel mehr Stabilität rein. Ja, und das war's schon. Und normalerweise sage ich jetzt immer, jetzt rufen wir ihn, unseren Montagekasten. Aber nee, wir hauen die Schrauben hier schnell rein und dann geht's raus. Ach, das ist mal was anderes, als wenn ich die E-Bikes hier für euch runtertrage. 18,6 Kilogramm, wirklich kompaktes Maß. Das macht Spaß, ideal für die letzte Meile. Überhaupt gar kein Thema. Dann schauen wir uns den mal gemeinsam an. Das ist wirklich ein passendes Design. Das passt perfekt und trifft genau meinen Geschmack. Also hier einmal die grauen Schwarztöne, dann dieses edle, matte Grau. Super. Also vom Design her absolut klasse. Fangen wir gleich hier vorne an. Die Leuchte hier vorne schön integriert, nicht einstellbar. Ich schalte sie einmal an.
400 Lumen stark, muss man sehen, was die in der Dunkelheit kann. Dann hier vorne oder hier unten, einmal hier das Katzenauge und dann habt ihr hier 9 Zoll Bereifung, schlauchlos und hier die Trommelbremse an der Scherenschwinge. Federweg hier 43 mm, muss ich mal schauen, für Carsten wird das sicherlich passen. Der wiegt nicht ganz so viel, mit meinen 94, 95 Kilogramm werden wir natürlich gleich checken, ob der anschlägt oder nicht. So, dann haben wir hier sehr schön die Kabel gecleant. Das geht hier runter, also für die Trommelbremse, hier im Rohr, einmal hier hoch, das war's. Gucken wir uns den Klappmechanismus an. Ja, auf der Seite gibt es nochmal ein Kabel hier für die Elektronik. Dann hier einmal hochziehen und runter. Und jetzt seht ihr, wenn er so drin ist, habt ihr hier eine doppelte Sicherung. Nochmal, dann geht's runter in die Verriegelung. Wenn man hier reinschaut, sehr gute Verarbeitung, haptisch fühlt sich das sehr wertig an. Was für mich immer ganz wichtig ist beim Zusammenklappen, ihr habt hier im Rohr das Gegenstück, den Haken, der kommt hier rein. Und bei vielen E-Scootern ist es so, wenn ihr den tragt, wie jetzt, und ihr kommt irgendwo am Boden auf, dann geht der raus, der Haken. Der hakt aus. Das ist hier nicht so. Sehr, sehr schön. Der Haken, den zeige ich euch auch noch mal, wenn ich den Scooter wieder hochgeklappt habe. Sieht nämlich super aus. Schaut mal hier. Der fügt sich fast nahtlos in das Design rein. Dann das Cockpit, die Bedienelemente. Also Lenkerbreite schauen wir uns im Fahrcheck an. Hier habt ihr einmal die Trommelbremse, Klingel und auf der rechten Seite die elektrische Bremse mit Rekuperation und hier kein Kabel, also rein elektrisch. Blinker links mit dem Ton, finde ich auch immer gut, weil ich vergesse das permanent. Vorne und hinten sehr leuchtstark, auf der anderen Seite das Gleiche. Wo ist das Daumengas? Gibt es nicht. Hier in der E-Grid-Logo-Farbe ein Gasgriff. Bin ich gespannt, auch im Fahrcheck. Carsten liebt das mit dem Drehgriff. Ich habe mich eigentlich an das Daumengas immer ganz gut gewöhnt. Werden wir uns anschauen. Dann hier das Cockpit selber. Erinnert den einen oder anderen vielleicht an, genau, Xiaomi. Einmal drücken, Licht an und Licht aus. Zweimal drücken die Fahrstufen, D und S. In der Mitte groß die Kilometeranzeige, unten eine Balkenanzeige für die Akkus oder für den Akkustand. Und da ist schon der erste Kritikpunkt am Display. Ja, das sieht schick aus, passt auch wirklich vom Design super, aber ich finde es halt ein bisschen altbacken. Ich mag diese neuen TFT-Displays mit vielen Informationen und was mir hier auf jeden Fall fehlt, ist eine Prozentangabe für den Akku. So, dann schauen wir uns den hinteren Teil an. Auch hier gibt es eine Schwinge. Hier wird nicht mechanisch gedämpft, sondern mit sogenannten Polymeren. Ihr habt ein sehr, sehr wertiges und massives hinteres Schutzblech. Hier nochmal mit Verstrebungen, auch gut. Und wenn man sich das hier anschaut, das ist sehr schön nach hinten gezogen. Das heißt, ihr saut euch das Teil hier nicht komplett ein. Seitenständer, wenn wir schon hier sind. Oh ja, da gibt es selbst bei sehr, sehr teuren E-Scootern teilweise Seitenständer, da denke ich, die sind ja noch nicht mal 20 Cent wert. Das ist hochwertig, kein Plastikding aus Metall. Und wenn wir hier sind, nehme ich ihn gleich mal hier auf die Knie und wir schauen mal den Unterboden an. Ja, wunderbar. Hier die Schrauben. Schön verschraubt, Senkkopfschrauben, gute Verarbeitung. Allgemein hier die Spaltmaße, das passt alles. Hier der Akkuanschluss, auch nicht so ein nuppliges Ding. Sehr schön und natürlich entsprechend wasserdicht. Ja, gefällt mir. Trittbrett schauen wir uns im Fahrcheck an. Tolles Design, echt powered by Yadea. So, und ganz zum Schluss, fällt euch was auf? Hier dieser Bereich, die Bodenfreiheit.
Super. Also hier der Abstand zwischen untersten Teil des Trittbretts bis zum Boden. Da kann man auch ordentlich ins Gelände mit. Und wir düsen jetzt auch mal los. Dann schalten wir das Höllenwerkzeug, das Höllenfahrzeug mal an und fangen an. Wie immer habe ich euch ja schon gesagt, drei Fahrstufen gibt's mit der Schiebehilfe. Ich bin jetzt mal gespannt hier mit dem Drehgras, wie sich das Drehgras. Okay. Ja, wir haben auf dem Tacho 3 km/h, GPS 5763. Aha, okay. Ja, das ist vielleicht sinnvoll, wenn ihr wirklich im Gebirge lebt und habt hier Koffer und Taschen drauf, aber ansonsten, wer braucht das? Gehen wir in die Fahrstufe D für Drive. Ja, das ist jetzt E-Scooter-Feeling. Also, ein schöner, die elektrische Bremse, alter Schwede, da muss ich aufpassen. Im ersten Impuls knallt die ganz schön rein. Das war jetzt der Drive-Modus. Eine schöne Sache wahrscheinlich, wenn ihr mal Akku sparen wollt. Aber der Sportmodus, das ist es. Und damit checken wir das jetzt auch mal. So, mal Vollgas geben. Kommt gut. Beschleunigt schön linear. 18 GPS, 19, 20. Wunderbar. Links die Trommelbremse greift auch super. Also ich kann jetzt schon sagen, nachher im Bremscheck werden wir richtig gute Werte haben. Also, erster Eindruck. Lenkerbreite. Perfekt. Lenkerhöhe, ich bin 1,89, würde ich sagen, auch wirklich gut. Dann Trittbrett. Also, das schauen wir uns mal an. Die Bremsen sind wirklich richtig scharf. Das ist klasse. So, also, das Trittbrett, ihr seht es. Hier mit beiden Füßen parallel draufstehen, funktioniert. Nach vorne gehen. Hier so zur Seite, nach hinten, also genügend Platz. Ich habe Schuhgröße 45 und das ist absolut ausreichend. Cockpit, ja, das ist jetzt im Schatten relativ gut ablesbar. Wenn die Sonne kommt, nicht so gut. Also das könnte durchaus ein bisschen heller sein. Der Drehgriff, da habe ich echt Probleme mit dem Wort, der Drehgriff ist klasse, macht Spaß, sehr bequem in der Haltung, ja, da kann ich gar nichts sagen. Warum zeigt denn der Tacho nur 14 km/h an? Das kann doch gar nicht sein. Spinnt der? Miles per Hour. Jetzt. So, jetzt hier 21, wunderbar, stimmt mit dem GPS hervorragend zusammen. Jetzt fahren wir mal bei Carsten vorbei und Carsten soll mal, wenn ich hier richtig schön hoch und runter hüpfe oder mich bewege, die Federwirkung. Carsten, guck mal auf die Federwirkung jetzt. Also hier ist ein 95 Kilogramm Brummer drauf und ich sag eins, hier zumindest bei diesem Check hat gar nichts angeschlagen, überhaupt nichts und war ein schönes Ein- und Ausfedern. Aber das checken wir natürlich nochmal im Wald und natürlich auf dem Kopfsteinpflaster des Todes. Agilität 18,6 Kilogramm, super, richtig gut. Also der brezelt hier richtig schön um die Hütchen rum, gleich nochmal eine Runde. Auch das Gas lässt sich gut dosieren. Toll. Wirklich richtig schönes, agiles, handliches Fahrzeug. Klar, bei 18,6 Kilogramm sollte das auch sein. Die elektrische Bremse, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Wenn ihr da zu sehr reinknallt, knallt die auch. Für eine elektrische
Unüblich, sehr kräftig. Jetzt mal sehen, die 22 km/h erreicht er die. Auf geht's. Das macht so einen Spaß. Richtig Spaß. So, jetzt schauen wir mal, erreicht er die 22 km/h? Denn ihr wisst ja, 20 km/h gestattet der Gesetzgeber den E-Scooter-Herstellern 10% Toleranz, dann haben wir 22 und ja, viele Modelle schaffen das nicht oder pulsieren dann so 21, 22, nicht schön. Der A3, los geht's, 22 km/h, 17, 18, 19, 21 und er hat sie, die 22, GPS 20,5, GPS 21,6, 21,7 und was ich klasse finde, er bleibt auf den 22 km/h, GPS 21,5. Dann jetzt unsere leichte Steigung. Stammzuschauer von Tech for Fun kennen die. Einfach mal sehen, verliert er hier was. Für die großen Steigungstests habe ich Brocken erpufft. Da fahre ich mit den E-Scootern auf den Brocken, höchster Berg in Norddeutschland. Aber jetzt mal hier gucken, 22. GPS 21,3, jetzt wird es steiler, 20,7, GPS 20,6, Tacho 20, GPS 18,8, Tacho 19, ja, hier lässt er natürlich ein paar Federn mit seinen 350 Watt und um die 860 Watt Peakleistung. Jetzt geht's wieder los, hat er aber klasse gemacht, logisch, dass wir da natürlich Abstriche machen müssen. Jetzt die Kreisfahrt. Mache ich auch immer wieder sehr gerne, um zu sehen, wie genau oder wie sanft ist der Controller abgestimmt. Warum? Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel in diesem Kreis fahrt und ihr wollt jetzt hier die Kurve, den Kurvenradius über das Gaspedal einstellen. Wenn ihr dann einen Controller habt, der nicht gut abgestimmt ist und das Ding gibt auf einmal in dieser Kurve richtig Gas, ja, dann macht er einen Abgang. Nee, ist super. Wunderbar. Sehr schön. Und hier ist auch die Fahrzeugergonomie klasse. Enger Kreis, das macht richtig Spaß. Jetzt muss ich bloß den Kreis verlassen, sonst kriege ich einen Drehwurm. So, weiter geht's. Thema Qualität immer. Hören wir nachher nochmal beim Kopfsteinpflaster des Todes. Ist für mich aber so ein ganz wichtiger Punkt. Hören. Bei allen Produkttests irgendwie einmal Haptik anfassen und einmal hören. Bei E-Scootern und E-Bikes hört man ganz viel. Klappert da irgendwas, schleift was. Hier beim A3 gar nichts. Ich höre nichts, zumindest nichts, was ich nicht hören will. So, hier wird es jetzt langsam holprig. Und dann fahren wir in den Wald. So, was haben wir hier? Ja, Waldboden, viele Bodenwellen, Wurzeln, 20 km/h, 21 km/h und die Federung arbeitet wirklich super. 43 mm Federweg, ja, und das reicht hier für 94, 95 Kilo. Ich war jetzt aktuell heute nicht auf der Waage, irgendwas so in dem Dreh, absolut aus. Das wird hier toll abgefedert, Wurzeln, jetzt gibt es hier kleine Steine. Das macht die Vollfederung vorn und hinten richtig gut. Jawohl! Und da bleibt der Spaß dann natürlich nicht auf der Strecke, weil, ja, ganz klar, wenn ihr mal irgendwo eine Tour machen wollt, geht es halt nicht immer über asphaltierte Fahrradwege, sondern manchmal eben auch hier ruppig. Und das bewältigt der Egid A3 powered by Yadea richtig gut. Wirklich, hätte ich nicht gedacht, überrascht mich total. Ich hätte gedacht, okay, hinten Polymerfederung, 43 mm Federweg und das dann bei 95 Kilogramm. Nee, super. Ui, jawohl. So, jetzt geht's wieder bergab. Gucken wir mal, wenn ich auf dem Gas drauf bleibe, reduziert er nicht. Ich gehe jetzt runter, doch etwas reduziert er.
nur noch Erdanziehungskraft 27, GPS 25,8. Wunderbar. So, und jetzt, da steht Carsten. Und jetzt haben wir ja immer den Zweitcheck, die Zweitmeinung von Carsten, der wird jetzt fahren. Und Carsten hat nie einen Helm dabei. Das ist schon, ja, wie soll ich sagen, ein Running Gag zwischen uns. So, schauen wir mal, ob er heute seinen Helm dabei hat. So, Carsten, das macht richtig Spaß. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt, dass du mal eine Runde fährst. Wo ist denn dein Helm? Carsten, nicht dein Ernst. So, komm. Das muss ich den Zuschauern zeigen. Das ist nicht dein Ernst. Carsten, das ist doch nicht dein Helm. Nein, das ist gefährlich. Wo hast du den denn her, bitte? Wo hast du den her? Von der Tochter? Du hast gesagt Helm. Ja, du aber hast nicht. Nicht gesagt, was für ein Helm. Nein. So, bitte. Das ist viel zu gefährlich. Das ist ein Kinderhelm. Du meckerst mit mir, ich hab einen Helm. Ein Kinderhelm. Na und? Los, gib her jetzt das Ding. I see hate through the pain. I see light in the rain. Dreams of brighter days. Tell me what you're thinking. I have hope in my spirit. Flames of love in my heart. Baby, let me tell you something. I'm about to dance. Also ich weiß nicht, was er hat. Jetzt hatte ich einen Helm, war es auch wieder nicht richtig. Aber jetzt zum Scooter. Der fuhr sich sehr, sehr schön und wendig. Die Federung setzt auch bei meinem Gewicht 82 Kilo schon ein bisschen auf, wenn man ganz stark ist. Aber das gesamte Gefühl, er gleicht unheimlich die Bodenunebenheiten aus. Er hält seine 22. Danke, Igrit, dass wir jetzt soweit sind. Zwei Bremsen haben wir zur Verfügung. Rechts die elektrische Bremse mit Rekuperation. Was heißt das? Strom fließt wieder in euren Akku zurück. Und links die Trommelbremse. Beides hatte ich euch ja vorhin schon gesagt. Glaube ich, ist recht scharf eingestellt. Aber schauen wir mal. Erster Check nur mit der elektrischen. Ich beschleunige auf die 22 km/h. Die brauchen wir. Und dann, was schätze ich? Ich schätze so, na, zwischen 5 und 6 Meter. Und los geht's. Okay, ein bisschen über 6 Meter. Für eine elektrische Bremse ein durchschnittlicher Wert. Die packt also, so wie wir es jetzt sehen, am Anfang ordentlich, hält aber den Bremsdruck nicht bis zum Ende an, weil sonst hätte ich gedacht, vielleicht sogar um die 4 Meter. Hatten wir auch schon. Aber ist ein vernünftiger Wert. Jetzt beide Bremsen. Links die Trommelbremse, rechts die Reku-Bremse, die elektrische. Volle Pulle rein, Anker ziehen. Mein Tipp, 3 Meter. Auf geht's. Ich bin der Tipp-Gott, Freunde. Aber guckt mal bitte. Genau 3 Meter. Besser kann man gar nicht tippen. An Bord hat der L3 einen Heckmotor mit 350 Watt Nenndauerleistung. Die Peakleistung 864 Watt und das ist bei der Nenndauerleistung echt ganz schön viel. Aber noch mehr sagt natürlich das Drehmoment aus, 18 Newtonmeter. Und da herzlichen Dank an Igrit, ihr seid eine der wenigen, die auch das Drehmoment angeben. Super. Das System ist ausgelegt auf 36 Volt, also kein 48 Volt System. Und der Akku hat eine Kapazität von 7,65 Amperestunden. Dann rechnen wir das mal in Wattstunden aus. Also 7,65 mal 36, schaue ich nach rechts, 275,4 Wattstunden. Von leer auf ganz voll ladet ihr den Akku in 5,5 Stunden. Wie gesagt, das Ladegerät mit 1,7 Ampere Ladestrom könnte ein bisschen stärker sein. Igrit gibt die Reichweite mit 30 Kilometern an und das sind natürlich Laborbedingungen, also 75 Kilogramm Fahrergewicht, warme Temperaturen, kein Gegenwind, keine Steigung und so weiter und so fort. Bei meinem Gewicht 95 Kilogramm sind das wahrscheinlich so um die 20 Kilometer.
Ein Wort zur maximalen Zuladung, die liegt bei nur 100 Kilogramm. Und noch kurz zum Wasserschutz. IPX67 gibt EGOT für den Akku an. Das bedeutet, der kann kurzweilig untergetaucht werden. Würde ich aber nicht empfehlen. Der gesamte E-Scooter hat IPX5 und das bedeutet Schutz vor zeitweiligem Strahlwasser aus allen Richtungen. Also nach Regenfahrt steht natürlich gar nichts im Wege. Natürlich, auch der A3 muss da durch, das Kopfsteinpflaster des Todes, machen wir bei allen E-Scootern. Bei manchen ist es unfair, die ungefederten, hier ist es fair, der hat eine Vollfederung. Also, ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen, weil mit meinen 95 Kilogramm bin ich eigentlich drüber, ob der hier aufschlägt. Carsten hat ja gesagt, bei seinem Test ist er das eine oder andere Mal rangekommen, ich im Wald nicht. Jetzt bin ich gespannt, das Kopfsteinpflaster des Todes. Auf geht's! Yippie! Yippie! Ich sollte vielleicht mal den E-Scooter anschalten. Ja, macht Sinn. Startstufe S. Auf geht's! Yippie! So, und da sind wir. Okay, 15, 16, 17. Aber die Geschwindigkeit ist jetzt nicht entscheidend. Da unten klappert was, das ist aber die Befestigung der Insta360-Kamera. Sonst klappert hier gar nichts. Top, top spricht immer für eine tolle Verarbeitungsqualität, wenn ihr nichts hört. Und der Federungskomfort, wunderbar. Also, das Kopfsteinpflaster hier ist wirklich eklig und das federt hier klasse ab, richtig gut. Und ich setze nicht auf, also schlägt bei mir nicht an. Ganz komisch, Carsten. Also bei mir, selbst beim Kopfsteinpflaster des Todes, nicht angeschlagen. Bei meinem Gewicht. Das Gesamtkonzept vom EGOT L3 stimmt einfach. Zum einen die Verarbeitungsqualität. Ein E-Scooter mit Vollfederung. Ja, er ist ausgerüstet mit Blinker. Leider hinten fehlen die. Ansonsten die Verarbeitung, ja. Das ist ein E-Grid. Das ist nicht irgendein China-E-Scooter, sondern wirklich, der ist top verarbeitet. Gefällt mir gut. Dann die Fahrleistung. Ja, ihr habt halt einen 350 Watt Motor, eine Dauerleistung mit 868 Peakleistung. Das ist jetzt nicht die Monster-Fahrmaschine, aber wunderbar. Er erreicht die 22 km/h und ihr habt es gesehen, auch auf dem Kopfsteinpflaster des Todes bei mir mit 95 Kilogramm. Ja, absolut gut die Federung. Also ich muss sagen, der A3 gefällt mir ganz gut. Meine Review zum A2 könnt ihr hier sehen und bald kommt der A1, auf den freue ich mich, weil das ist wirklich eine Powermaschine. Und noch eins, wenn ihr bei EGOT einkaufen wollt, hier unten seht ihr einen Link, könnt ihr leider nichts sparen, aber ihr unterstützt unseren Kanal und die Produktion weiterer Videos. Und wie ihr uns noch unterstützen könnt, bitte abonnieren, liken, kommentieren. Das bringt den Kanal nach oben und sorgt dafür, dass wir immer wieder weitere Videos für euch produzieren können. So, das war's jetzt in eigener Sache. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis bald. Tech for Fun.